back from the dead. Willkommen zu einer Episode der Fortnite Daily News und heute geht es um die Vulkaneruption, also den Vulkanausbruch und um einige andere kleine Dinge, wie zum Beispiel, was hat der Patch eigentlich alles kaputt gemacht? Das sind nämlich so zwei Sachen, die besonders aufgefallen sind der Community und ich würde sagen, wir starten mal direkt in die ersten News rein. So, um das Ganze von meinen News von gestern nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, ich komme jetzt gleich nochmal ein paar neue Sachen. Erstmal hier, der Shoutout geht raus zu HypeX, ich hatte das gestern schon mal gezeigt. Hier gibt es zweimal Files, die gefunden worden sind, beziehungsweise zwei Soundfiles, die ja sozusagen so ein bisschen die Vulkaneruption zeigen. Im ersten Fall ist es eher so, dass man den Ausbruch so ein bisschen hört. Ich zeige nochmal ganz kurz ein bisschen rein. So, das reicht aber als Ausschnitt. Wer davon mehr sehen will, unten der Link in der Videobeschreibung zu seinem Account. Und beim zweiten Fall geht es eher so ein bisschen darum, wie die Lava so... Ich zeige euch nochmal. Ihr könnt es schon hören. Es geht eher so darum, wie die Lava so fließt und köchelt so. Auf jeden Fall sehr interessante Files. Die beiden gehen insgesamt 4 Minuten lang, etwas mehr sogar zusammen. Und wenn ihr euch das nochmal angucken könnt, das schon mal vorab. Nochmal so als Erinnerung für die, die mein Newsvideo gestern nicht gesehen haben. Und jetzt gibt es auch noch was Neues dazu. Das habe ich gestern in meine News nicht mit reingepackt, das zeige ich euch aber jetzt mal. Also ob das was mit dem Vulkanausbruch zu tun hat oder nicht, das sei so dahingestellt, ob das irgendwie was damit zu tun hat, dass die Erde jetzt so ein bisschen aufgebrochen ist oder so. Auf jeden Fall gibt es jetzt so Sachen, die gefunden worden sind, zu Plätze, wo gegraben wird. Das heißt also, ihr wisst ja, auf der Map ist immer irgendwas los. Das war ja auch zu den Zeiten, wo diese, genau, er sagt schon hier, die Hop Rocks übrigens, das Ganze hier bei 4Tory gefunden auf Twitter, Link unten in der Videobeschreibung. Bei den Hop Rocks war es ja auch so, dass überall so LKWs unterwegs waren, falls ihr euch erinnert. Und dass immer so im Hintergrund so eine Art Geschichte ja abläuft, von Leuten, die da irgendwas machen, die man aber ja nie sieht. Ihr wisst, was ich meine, also auf der Karte ist immer Bewegung, irgendwas passiert. Und hier das Gleiche, also wie gesagt, ich lasse mal das Video im Hintergrund laufen so ein bisschen, ohne Sound am besten. Da könnt ihr schon sehen, das sind in den Files gefunden worden. Es wird wohl was ausgegraben. Es gibt sogar schon mittlerweile ein richtiges Video dazu. Die Frage ist, was wohl passiert? Es soll wohl mehrere Plätze geben, wo das Ganze passieren soll. Zum einen in Dusty, da wird wohl eine große Ausgrabungsstätte sein. Ihr seht das nämlich hier schon. Das ist nämlich das Dusty-Innere sozusagen. Und es geht nämlich auch so ein bisschen tiefer jetzt mittlerweile schon. Ob das ein April-Scherz wird? Ich glaube eher nicht. Ich denke mal, es wird wirklich was zu tun haben mit dieser ganzen Geschichte und mit der Storyline von Season 8. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt, was ihr glaubt, was passieren wird jetzt in der Story. Also wir haben ja sowieso schon die Möglichkeit des Vulkanausbruchs und das ist ja schon so gut wie bestätigt, alleine schon durch die Soundfiles. Aber was wird sonst noch so passieren? Was wird mit dem Eis passieren, wenn wir irgendwas mit Unterwasser sehen? Und jetzt kommen noch so Ausgrabungssachen hinzu. Also ich finde das ganz interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, was so Fortnite in letzter Zeit bietet. Das ist ja immer so, dass so am Anfang das meistens ein bisschen langweiliger ist und dann so gegen Ende hin von einer Season das Ganze ein bisschen spannender wird. Aber ihr seht schon hier, wie so eine Art Treppenformation dann hier ausgegraben. Das ist schon sehr interessant. Vielleicht sehen wir tatsächlich jetzt die Verbindung unterirdisch. Es gab ja mal so Spekulationen, dass unter der Map sozusagen eine Art Map sozusagen geschaffen wird, wo man halt im Untergrund laufen kann, wo es überall so Verbindungen gibt. Dann auch vielleicht die Bunker Sinn machen, die wir ja haben. Vielleicht kommen noch einige neue hinzu, weil die sind ja auch schon ewig im Spiel und sind ja auch so mittlerweile ein Running Gag geworden, wenn irgendwie ein Live-Event ist. Deswegen vielleicht wird das ja irgendwas mit der Story zu tun haben. Aber wie gesagt, schreibt gerne mal eure Theorien unten in die Kommentare rein. Würde mich gerne mal interessieren, was ihr glaubt, was passiert. Vor allem, ob das irgendwie alles miteinander in Verbindung steht. So, hier zu der ganzen Sache nochmal ein Ingame-Video mitgebracht. Gefunden bei 4Tory, von Happy Power aufgenommen übrigens. Und ihr seht schon, hier ist es zum ersten Mal zu sehen, was ihr hier machen könnt. Und zwar könnt ihr tatsächlich graben mit eurer Pickaxe und das Ding verliert tatsächlich Energie. Wir hatten sowas Ähnliches ja schon mal auch mit dem Eis und so. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich brechen kann und ob man wirklich irgendwo sinnvoll hinkommt. Das sind ja auch verschiedene Layer, wie ihr sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich passt das nicht, aber hier seht ihr nochmal die Position, wo das Ganze ist. Das Ganze wird wahrscheinlich auch dann in Dusty, wie gesagt, passieren. Sehr interessant, also wenn ihr ein paar Ausgrabungen machen wollt, seid auf jeden Fall auf der Hut. Ich glaube nicht, dass man da ganz unten hinkommt, bin aber unglaublich gespannt, was da drunter ist. So, da sind wir auch schon weiter bei der Storyline, bei den nächsten News hier, und zwar geht es um den Helikopter. Der bewegt sich ja die ganze Zeit irgendwie durch die Map. Mittlerweile ist er wieder oben angekommen, was heißt oben angekommen, aber auf der anderen Seite diesmal etwas weiter höher angekommen. Und zwar, ihr seht schon auf den Hügeln hier neben Pleasant ist er angekommen, wo auch sogar eine Kiste tatsächlich neben ihm steht. Sehr interessant, wie gesagt, wir hatten uns schon darauf geeinigt, dass es ein Helikopter ist, der wohl eher als, ja, ich sag mal, Rettung zu verstehen ist, statt irgendwie als Kriegsmodell zu verstehen ist.
Und vielleicht pickt er ja überall, wo er landet, immer so den einen oder anderen Charakter ab. Und wir können dann irgendwann beim Event dann tatsächlich was sehen. Wie gesagt, die Charaktere, die Geschichte, die im Hintergrund läuft, die wissen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Vielleicht ist da ja eine bevorstehende Vulkaneruption. Würde mich freuen, wenn Fortnite demnächst irgendwie sowas reinbringt. Kann ja gut sein. Ich meine, sowas kann man ja nicht unbedingt vorhersehen, so eine Vulkaneruption. Deswegen, ja, vielleicht ist das was anderes. Ich weiß nicht. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Helikopter passen auch irgendwie für mich noch nicht ganz in die Geschichte rein. Wir haben jetzt Grabungsstätten, wir haben Vulkanausbruch. Dann haben wir diese ganzen Feuersachen, also diese Eisgeschichte, Ice King gegen Fire King, den haben wir auch noch im Hintergrund laufen, im Grunde genommen. Plus jetzt die Helikopter. Also spielt, wie gesagt, alles nicht so wirklich bei mir bisher zusammen. Aber vielleicht sehen wir dann am Ende dann eine große Auflösung, wo dann alles zusammenpasst. Ja, dann zuletzt ein Video von I'm Wildcat. Und bevor ich das Video zeige, denn er redet hier, dass Trap Kills nicht mehr richtig funktionieren seit dem neuen Patch, möchte ich eine andere Sache mal einmal kurz anmerken und auch gerne mal dazu aufrufen. Ich werde das auch oben auf dem i als Abstimmung einmal machen. Und zwar, ihr wisst ja, die 50 Shield, 50 Health für Kills sind wieder weg. Epic hat uns so irgendwie daran gewöhnt und so darauf trainiert, schnell zu finishen, schnell zu killen und dieses schöne Gefühl zu haben, 50 Energie wieder zu bekommen oder 50 Health, dass das jetzt viele Leute irgendwie so ein bisschen traurig und auch wütend stimmt, dass das Ganze nicht mehr drin ist. Ich würde gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Wie gesagt, oben auf dem i könnt ihr gerne abstimmen dazu, was ihr darüber denkt und ob ihr glaubt, dass es eine clevere oder nicht clevere Entscheidung war. Hier jetzt einmal kurz ein Video, wie gesagt, von einem Wildcat. Oh, sorry, ich muss eben den Sound von ihm ausmachen. Also, er zeigt jetzt hier, wie man normalerweise ja Traps normalerweise aufgebaut hat. Also ihr seht hier so eine Rampe, jemand baut sich entgegen, boom, boom, du baust zwei Wände, hinten auch nochmal und willst die Traps an den Seiten dran machen. Geht nicht mehr. Falls euch das aufgefallen ist im Spiel und ihr jemand seid, der gerne Traps nutzt, ihr müsst die Seite komplett frei haben, um eine Trap zu platzieren. Was richtig bitter ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn so kann man nur noch eine Trap platzieren. Ihr seht schon hier, man kann nur noch eine Trap platzieren, wenn man jemanden eingebaut hat. Das heißt also, dieses typische, ich baue zwei, drei Traps rechts um mich herum, links um mich herum, nach oben, unten, geht nicht mehr. Würde ich gerne mal eure Meinung auch zu wissen. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein. Hat Epic sich damit eher so, ich sag mal, mit dem Update so ein bisschen, in eine schlechte Position gebracht? Auch mit den Shields, beziehungsweise mit den Kills und 50 Shield und 50 Health zurück. Und jetzt das mit den Traps auch. Ist natürlich ziemlich schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr über diese beiden Sachen denkt und ob ihr vielleicht auch noch was anderes Krasses gefunden habt, wo ihr sagt, nee, also der neue Patch, der macht das übelst kaputt und das ist nicht mehr machbar. Würde mich auch gerne mal interessieren. Vielleicht featuren wir das sogar dann im nächsten News-Video. So, damit bin ich am Ende meines heutigen Videos. Was ihr im Hintergrund seht, ist übrigens eine neue Sache, ein neues Video, was ich hochgeladen hatte, und zwar Creative Community. Das heißt, da versuche ich immer, wenn ich am Wochenende Zeit habe, mit euch was aufzunehmen. Da könnt ihr eure Maps vorstellen, eure Sachen vorstellen. Wenn ihr auch ein Teil davon sein möchtet oder auch bei anderen Projekten mitmachen möchtet, kommt gerne auf meinen Discord. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr mir gerne auch mal ein paar Sachen vorstellen und auch der Community. Da gehen wir immer mit alle Male rein. Könnt ihr mir was vorstellen und sagen, was ihr so gebaut habt und euer Konzept dahinter. Und ein bisschen Werbung ist nie verkehrt. Ihr werdet natürlich auch verlinkt, wenn ihr das möchtet, wenn ihr einen eigenen Channel habt oder falls ihr irgendwie Instagram oder sowas macht, das auf jeden Fall. Und dann bis hierhin würde ich sagen, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code VanSnipes. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.